Hier Kobe Bryant getragen, 2002 XXL. Damals hatten es die noch gerne ein bisschen weiter. Und dazu noch die nächste ist auch. Zieh das mal aus, ich gebe dir mal noch was Längeres. Noch was Längeres? Das hat nämlich plus 4 Längen. Ist hier noch nicht lang genug. Das ist noch heftiger. Damals hatten nämlich nicht Nike, sondern Reebok in einem Jahr. Echt? Reebok? Das ja, ich das nicht, war 2004. Also die hatten echt? Immer verschiedene Ausrüster. Das Jahr, welches Jahr war das? Boah. Ich glaube 2004, 2005. Okay, das Jahr ist und das war noch ein bisschen heftiger, länger. Ich habe auch nie ein Jersey von NBA Reebok gesehen oder so. Mhm. Weil die haben auch in den 80ern waren Strata, dann war Nike, dann war die das. Echt krass. Ja. Was, wie groß ist das jetzt? Das hat plus 4 Längen. Ich glaube, das ist auch XXL, okay. Aber plus 4 Längen. Man sieht schon hier. Und das war plus 2 Längen, aber das ist noch ein bisschen mehr Baggy. Ja, richtig Baggy, ja. Ja. Das war die gute alte Baggy-Zeit. Ja, die guten alten Zeiten. Ja. Auch früher hier so ein Shooting-Shirt von Kobe. Ja. Aber das war aber noch 90er, oder? Nee, das war von 2002. 2002, okay. Das 2002, ja. Sieht so klein aus. Ja. 2002. Bei dem Trikot ist geil hier. Kobe Bryant Rookie Trikot. Mhm. Nicht in Originalgröße, also nicht in extra Länge. Das ist einfach nur XL. Der hat davon 100 Stück unterschrieben. Sieht man hier auf dem Foto. Mhm. Achso, das ist das Zertifikat zu dem Trikot. Richtig, das Geile ist, der hat doch früher Nintendo 64 gespielt. Kobe's Kurzzeit. Und hier im Hintergrund siehst du auch Nintendo 64. Auf dem Foto. Ja, tatsächlich. Auch mit Afro früher und sowas. Und hier steht auch, das war früher von Superstar Greetings. Jetzt hat er Vertrag mit Panini, davor hatte der auch mit Nike, davor hatte der Adidas und Upper Deck. Aber bevor er überhaupt mit irgendjemandem Verträge gemacht hat, einfach für diese Firma 100 Stück von jedem unterschrieben. Mhm. Ne? Das ist schon relevant. Das ist immer cool. Nice. Ah, du hast allerlei. Das Coole ist, im Jahre 2001, ich und mein Bruder, wir waren bei der ersten Messe unseres Lebens in Köln. Da war so eine Sammelkartenmesse. Wir waren 16 und wir haben die Karten das erste Mal richtig live gesehen auf der großen Bühne. Und dann haben wir gesagt, boah, guck mal, krass, wie das aussieht. Boah, guck mal, krass. Meine Eltern haben sich, mein Vater hat sich überall gemerkt, wo wir abgegangen sind. Hat uns nach Hause gefahren, ist zurückgefahren. Oh, okay. Hat uns die ganzen Karten geholt, wo wir abgegangen sind. Hat uns dieses Jordan-Trikot gekauft. Hat uns dieses Kobe-Trikot gekauft. Und diesen Ball. Unterschrieben von den 99er Los Angeles Lakers. Okay. Du hast hier nämlich Kobe. Also du hast Kobe. Du hast Shaq. Nick Van Exel, Robert Horry, Eddie Jones, Rick Fox. Du hast hier so alle drauf. Und der Ball ist halt einfach nur so Kult. Ja. Krasse Scheiße. Heftig. Das ist echt cool sowas. Vor allem, das waren einfach so die Sachen waren Geschenke. So, wo wir noch Kinder waren. Ja. Und dann kommt er da einmal so unter Weihnachtsbaum. Seit Monaten verschlossen in irgendeinem Raum war das so. Das war schon echt Gänsehaut. Die goldenen Zeiten. Ja. Auch Mike. Weißt du, wo ich richtig stolz bin? Wenn du dir in der Ecke mal den Bilderrahmen raussuchst. Der da hinten, oder was? Der kleine? Das ist nämlich der erste Supercollector-Artikel von mir und meinem Bruder. Den kannst du ja ruhig versuchen rauszukramen. Nee, anfangs was möchte ich hier gar nicht. Ne? Und das ist nämlich der erste Supercollector-Artikel, wo ich und mein Bruder im Beckett stand. Wir waren schon dreimal drin. Okay. Als Supersammler. Das war 2007. Das Coole ist, die wollten mich erstmal haben wegen meiner Kobe Bryant-Sammlung. Da habe ich gesagt, pass auf Jungs, mein Bruder ist genauso heftig. Mit Anton Walker. Deswegen haben die uns beide reingenommen. Ja. Und deswegen war die Überschrift Oh Brother. Wir waren die ersten aus Europa, die in einem Beckett-Magazin standen. Die ersten als Duo. Und vor einigen Jahren habe ich Kobe Bryant getroffen. Ich habe ihn schon zweimal getroffen. Kobe hat den Artikel gelesen und unterschrieben. Okay. Das ist für mich tatsächlich die originale Kobe Bryant Unterschrift drauf. Okay. Der hat doch unterschrieben auf der kleinen McFarlane-Figur auf dem Holzparkett. Mhm.
Das ist natürlich krass. Du hast doch eine der krassesten Kobe Bryant-Sammlungen dann in Europa, Deutschland. Weltweit schon. Weltweit schon. Ja, da okay. habe ich auch ganz viel Respekt. Deswegen, also meine Kobe-Sammlung habe ich jetzt noch gar nicht gezeigt, aber die ist halt das Nummer 1-Feld von mir. Mhm. Ne? Kobe ist so meins. Und wie gesagt, ich gehe mal zu. Ich war bei Kobe Bryants letzten Spiel in Boston. Mhm. Nein, Entschuldigung. Ja. Sorry. Ich möchte nur wissen, wie weit ich die Tür da aufmachen kann, wie ich das tun. Auch alles gut. Umschmeiße. Und ich war bei Kobe Bryants letzten Spiel, 60-Punkte-Spiel. Da war ich beim Trikotzeremonie, wo es hochging. Mhm. In 8 Monaten bin ich in Springfield, wo er in die Hall of Fame kommt. Mhm. Das ist heftig. Das wird heftig. Das ist heftig. Gerade mit dem Dank und Garnett. Ja. Und dann, irgendwann kommt auch die Kobe-Statue. Mhm. Du musst auch am Start, oder? Oh, safe. Ja. Und dann habe ich so die letzten vier Geschichten seines Endes, so seines aktiven Endes miterlebt. Also das ist schon heftig, ja. Das ist echt heftig. Einfach machen, einfach auch so Sachen erleben. Ja, und dann habe ich als Kobe-Sammler auch alles so miterlebt, was man so miterlebt. Ja, du hast echt alles miterlebt, ja. Da wird schon gut sein. Da ist man ein bisschen neidisch. Ja, schon. Ja, schon. Auf jeden Fall, ja. Das Coole war, ich und jemand, wir waren ja auch bei Dirk Nowitzki letzten zwei Spielen. Mhm. Wir sind wirklich wir haben auch Doncic letzte zwei Spiele als Rookie gesehen. Ja. Parallel Nowitzkis letzte zwei. Und es ist einfach Gänsehaut, so dabei zu sein. Logo, ja klar, das ist was ganz anderes, gell? Wenn du weißt, wow, letztes Spiel. Ja, und wir haben schon gesagt, wir werden auch das letzte von LeBron James miterleben. Da werden wir safe nach Amerika gehen, das wird übertrieben teuer. Das ist auch voll crazy. Wer nicht alles ist hier? Public Enemy, Prodigy von Mobb Deep, Gangster, DJ Premier, De La Soul. Hier, Iverson-Schuhe, getragen mit Unterschrift. Hier, da hat er es unterschrieben. Alter, AI. Das ist wirklich richtig crazy. Hier hinten, Motrip. Wow, also Connections hier und so, was man nicht für Leute alles trifft. Das ist schon richtig cool. Abgefahren. Abgefahren.